Hallo, mein Name ist Florian Wolf. Ich zeige Ihnen heute die DB Information in Frankfurt am Main Hauptbahnhof und meinen Arbeitsalltag da drin. Mit langen Schritten macht sich der 22-Jährige auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz, einem kleinen Informationshäuschen auf der Südseite des Bahnhofs. Für ihn geht es direkt los, denn für die rund 1,5 Millionen Passagiere, die hier täglich ein- und aussteigen, ist die DB Information die erste Anlaufstelle bei Fragen und Problemen. Nach Neustadt oder nach Marburg? Neustadt. 16.58 Uhr fährt immer noch auf Gleis 1, ja. Bitte schön. Hallo. Also unser täglich Brot ist hier, die Reiseninformationen rauszugeben, wenn Kunde fragt, wo es nach dem Weg lang geht, nach Verspätungsbegründung oder allgemeine Fragen hier rund um den Bahnhof oder zu den Zügen, die wir beantworten. In den meisten Fällen haben wir eine Antwort. In anderen Fällen kann man raussuchen, wo die Antwort dann steht. 2019 hat Wolf seine Ausbildung bei der Bahn begonnen. Seit 2022 ist er ausgelernter Service-Spezialist. Als Profi ist er mittlerweile auf alles vorbereitet. Es gibt ruhige Tage, es gibt stressige Tage. Kommt immer darauf an, was das Problem ist. Wenn es natürlich ein Bahnproblem ist, kann man dem Kunden da eher schon helfen. Wenn der Kunde ein bisschen launiger ist, aufgrund hoher Verspätung oder so, ist das Gespräch vielleicht angespannter vom Kunden her als sonst so. Aber grundsätzlich gibt es keine Herausforderung. Also wenn man dem Kunden anmerkt, dass er ein bisschen Spaß versteht, kann man in die Richtung gehen, alternativ das geben, was er dann haben will. Wenn er nur die Information haben will, gibt man ihm die Information und da ist der Kunde meistens schon glücklich. Ein anspruchsvoller Beruf, denn besonders bei unzufriedenen Fahrgästen gilt es, den richtigen Ton zu treffen. Dieser Herr hat seinen Anschlusszug verpasst, aufgrund vorheriger Verspätungen. Nun möchte er ein Upgrade, aber mit seinem Deutschland-Ticket ist er nicht berechtigt, den Fernverkehr zu nutzen. Wenn Sie den ICE nehmen wollen würden, müssen Sie ein ICE-Ticket in Vorkasse kriegen. Ich habe bezahlt für eine Leistung. Ja. Wenn ich Verspätung habe, bin ich da, um die Leistung abzunehmen. Ja. Die Bahn hat die Leistung nicht erbringen können. Jetzt erwarte ich, dass eine Lösung geschaffen wird, dass ich trotzdem pünktlich komme. Ich habe eine Lösung hier. Ja. Ich habe auch schon bezahlt, 20:36 da zu sein. Ich habe jetzt Unannehmlichkeiten, ich bin gerannt, wie Sie sehen, war so ein kleines bisschen schwitzig. Ich hätte gern, dass Sie mich so umbuchen, dass ich hier. Also ich könnte es, wenn so oder so, nicht umbuchen. Das könnten nur vorne die Kollegen im Reisezentrum, aber die werden ihm dasselbe sagen, dass sie in Vorkasse treten müssen, wenn sie den ICE nehmen wollen würden. Naja, das funktioniert ja nicht. Also ich habe schon bezahlt. Mir ist ja nicht mein Fehler gewesen. Gib ich Ihnen ja auch nicht. Von der DB, nicht Sie persönlich. Ja. Die DB hat Fehler gemacht, alles gut, verstehe ich. Die DB kann was machen, um es wieder auszuführen, das erwarte ich. Ja, der Fernverkehr ist ja ein separates Unternehmen, was nicht mit dem Deutschlandticket zusammen kooperiert. Deswegen haben Sie kein Anrecht, mit dem Deutschlandticket im Fernverkehr zu fahren. Die andere Teil kommt immer mal vor, dass der Kunde höhere Ansprüche hat, worauf er nicht drauf bestehen kann, gerade in der Situation. Es sind zwei verschiedene Tickets, die werden nicht gegenüber anerkannt und eine normale Situation. Es ist in dem Moment halt, dass man den Kunden beruhigen muss, ihm erklären muss, dass das nicht so geht, wie er sich das vorstellt. Natürlich jetzt doof für den Kunden, er kommt eine Stunde später an seinem Ziel an, aber er hat sich mit dem Ticket auch damit entschieden, mit dem Regionalverkehr und nicht mit dem Fernverkehr zu fahren. Genau diese täglichen Herausforderungen machen den Arbeitsalltag für Wolf so spannend. Man hat jeden Tag was anderes, andere Probleme, andere Situationen und immer was Unterschiedliches. Und weiter geht's, denn es warten noch einige Fahrgäste auf Informationen. Zeit, sich zu verabschieden. Das war mein Arbeitsalltag hier in der DB Information in Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Vielleicht sieht man sich auch hier. Ich bin immer hier und dann arbeiten wir mal weiter.